Ich bin hier in der Nähe der Stadt Zgorzelec in Polen. Und diese wunderschöne Lindenallee wurde vor knapp 300 Jahren gepflanzt. Und als diese Allee gepflanzt worden ist, da befand sie sich nicht in Polen, sondern in Sachsen. Diese Allee gehört zu einer der schönsten Schlossanlagen, die das sächsische Barock hinterlassen hat, nämlich zum Schloss Joachimstein oder richtiger gesagt zum freien und weltadligen evangelischen Fräuleinstift Joachimstein. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Polen dazu gezwungen, weite Teile seiner damaligen Ostgebiete an die Sowjetunion abzugeben. Als Ausgleich erhielt Polen dann weite Teile des ehemaligen Ostdeutschlands. Was ich jetzt so in zwei Sätzen flapsig dahingesagt habe, war mit unendlichem Leid verbunden für die umgesiedelten und vertriebenen Polen und natürlich auch die Deutschen. Die Flüsse Oder und Neiße wurden zur neuen Grenze zwischen Polen und der damaligen DDR. Und seitdem befindet sich Schloss Joachimstein auf polnischem Staatsgebiet. Allerdings so dicht an der Grenze, dass wenn ich diese Kastanie hier aufhebe und sie werfe, mit etwas Glück in der Neiße und vielleicht schon auf deutschem Staatsgebiet landet. 1945 wurde Schloss Joachimstein weitgehend ausgeplündert und danach verfiel es im Prinzip über viele Jahrzehnte. Durch die direkte Nähe an der Staatsgrenze wurde es zeitweise noch als eine Art Wachposten von den polnischen Grenztruppen genutzt. Die 1728 vollendete Anlage zählt zu den delikatesten Schöpfungen der ländlichen Schlossbaukunst Sachsens. Den Auftakt der Hauptachse gibt eine Lindenallee, die auf zwei steinerne Brücken weiterführt, von denen eine einst mit prächtigen Skulpturen geschmückt war. Eine von Wassergräben umgebene künstliche Insel bildet das Zentrum der Schlossanlage. Der von Wirtschaftsgebäuden flankierte Portalbau bietet den einzigen Zugang auf den Inselbereich. Dem Hauptgebäude vorgelagert befand sich einst der barocke Garten, der heute völlig verwildert ist. Den Höhepunkt der Mittelachse bildete der Hauptbau. Mit seinen drei Geschossen, dem hohen Mansarddach und den gliedernden Pilastern erscheint er äußerst repräsentativ. Rechts und links flankiert wird der Hauptbau von zwei schön proportionierten Pavillonbauten. Wenn man Schloss Joachimstein von hier aus betrachtet, wirkt es sehr gut erhalten, geradezu frisch renoviert. Man könnte denken, man könnte eigentlich sofort gleich einziehen. Aber der Schein trügt. Im Jahr 2004 gab es einen Investor, der dieses Schloss sehr aufwendig begann zu sanieren. Sämtliche Dächer sind erneuert worden, die Fenster sind erneuert worden bzw. aufgearbeitet worden. Er hat selbst an den Fundamenten gearbeitet. Das große Ziel dieses Projektes war, es sollte ein Schlosshotel werden. Was allerdings so verheißungsvoll begonnen hat, endete sehr abrupt. Der neue Schlossbesitzer verstarb plötzlich und unerwartet und seitdem kam dieses Projekt zum Erliegen und seit 20 Jahren schläft Joachimstein jetzt ein Dornröschenschlaf. Hier auf dem Friedhof des Dorfes Radomierzice befindet sich das Grab des Mannes, der wie kein zweiter mit der Geschichte von Schloss Joachimstein verbunden ist, nämlich Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen. Auf dem Grabstein ist das Porträt des Bauherrn zu erkennen. Von Ziegler war sehr begütert und hatte große Besitzungen hier in der Oberlausitz. Und er war von 1696 Kammerherr am Hofe August des Starken, Kurfürst von Sachsen und König in Polen. Ziegler blieb Zeit seines Lebens unverheiratet und kinderlos. Sein enormes Vermögen und seine Besitzungen, zu denen auch Schloss Joachimstein gehörte, überführte er in eine Stiftung. Schloss Joachimstein sollte von nun an 12 unverheirateten und mittellosen Damen eine neue Heimat werden. Allerdings waren die neuen Stiftsdamen gewisse Bedingungen geknüpft. Sie mussten nachweisen, dass sie von hohem Adel waren, mindestens 16 adlige, hochadlige Vorfahren vorweisen können. Sie mussten nachweisen können, dass sie unverschuldet in die Armut geraten waren. Und das war vielleicht das Wichtigste, sie mussten evangelisch-lutherischer Konfession sein. Aber man kann eigentlich sagen, Joachimstein war so etwas wie eine Adels-WG. Und die Stiftsdamen waren auch über ihren Tod hinaus miteinander vereint, nämlich sie wurden in diesem Grufthaus hier beigesetzt.
Eine ausgiebige Kavaliersreise führte von Ziegler in seiner Jugend unter anderem nach Paris. Später im Mannesalter kamen regelmäßige Aufenthalte bei der Leipziger Messe dazu. Und durch seine engen Kontakte an den Dresdner Hof wurde er zum Kenner der feinen barocken Lebensart. Ja, so viel bisher erstmal hier aus Radomiežice vom Schloss Joachimstein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr euch für mehr interessiert, dann bleibt gerne dran und guckt den nächsten Teil.